Hast du es dir gemütlich gemacht? Gut, dann fange ich an. Mein Name ist Alfred. Lass mich dich auf den aktuellen Stand bringen. Rachel, die Ex von Bruce, hat einen neuen. Armer Bruce. Ich hatte wirklich gedacht, sie kriegen das hin mit der Fernbeziehung. Hab sogar einen neuen Hut gekauft. Dieser Kerl, Harvey Dent, steckt jetzt ganz schön in der Klemme. Er ist los und hat sich als Batman ausgegeben. Dent als Batman. Ein Witz. Er mag ja groß sein, ja, aber in Form ist er nicht. Für Bruce ist das ein Vollzeitjob. Mit Harvey Dent als Köder konnte der Joker einfach nicht lange widerstehen. Himmel, er ist wirklich nicht zu übersehen, was? Die Polizei hat versucht, den Joker auszuschalten, aber er hat sie eiskalt abserviert. Selbst ihre schicken Helme und kugelsicheren Westen waren nichts gegen seine Schwesternuniform. Einmal so einen albernen Trick versucht, wird Dent auf langsamere Verfolgungsjagden umsteigen. Halt durch! Batman kommt gleich! Das kann so nicht weitergehen. Jemand muss diesen Clown aufhalten. Batman, wo steckst du? Ich weiß nicht, was sieht Rachel bloß in diesem Kerl? Geht mich ja eigentlich nichts an. Ich habe gehört, dass dieser Typ unaufrichtig sein kann und, wie sagt man doch gleich, zwei Gesichter. Ha! Eine Bazooka? Los, Master Bruce, schnell rein! Oh, Bruce, nicht noch ein Auto, bei allem Respekt. Dieser Dent kann Master Wayne nicht das Wasser reichen. Unter den ganzen Rüstplatten und Latex hat Bruce einen weichen Kern. Kaum jemand weiß das. Ach, Bruce, du solltest doch nur die Lego-Türen wegpusten. Wer hätte das gedacht? Gordon lebt. Gut so, denn Batman braucht Hilfe dabei, den Joker aus dem Schutt zu buddeln. Obwohl der Großteil des Plans improvisiert werden musste, war sich Bruce relativ sicher, dass er die benötigten Teile gleich in der Nähe finden würde.
Plötzlich wurden Batman und Gordon wieder von den Schlägern des Jokers angegriffen. Wenn sie doch nur so etwas wie einen Helfer im Kampf gegen das Verbrechen hätten. Die Stimme des Jokers war unter dem Schutt kaum zu hören. Aber ich glaube, er wollte Batman sagen, wo er seine Narben her hat. Seltsam, denn ich kann mich nicht erinnern, dass er überhaupt ein Fahrrad besitzt. Während Batman baute, fragte der Joker ihn, warum so ernst? Worauf Bruce antwortete, ich bin Batman, ich bin immer ernst. Aber ob das seine Frage beantwortet hat? Ich erinnere mich, dass Batman den Joker fragte, warum er eine Schwesternuniform trägt. Er hat etwas von Fanservice gefaselt, was, das gebe ich zu, gar keinen Sinn für mich ergibt. Nun, das lief so prächtig, wie zu erwarten war. Gordon ist jetzt Kommissar, der Joker im Gefängnis und Bruce hat sogar die Überreste von Rachels Freund gerettet. Dieser Joker ist eine ganz schön harte Nuss. Ich muss schon sagen, unter allen Gegnern von Bruce, die Lippenstift tragen, ist er definitiv der härteste. Jetzt muss ich zurück das Teewasser aufsetzen. Master Wayne wird am Verhungern sein. Er kann zwar einen Atomsprengkopf entschärfen, aber ein paar Fischstäbchen braten und seine Socken lässt er auch immer herumliegen.